Frage ÖVP, Parteienfinanzierung, Wirtschaftsbund Vorarlberg. Das, was ja jetzt in den letzten Tagen bekannt geworden ist, dass noch wesentlich mehr Geld hier in dieses Spendensystem oder Inseratensystem reingeflossen ist, wo von Kammermitgliedern über die Pflichtbeiträge, die quasi in die ÖVP-Parteikasse umgeleitet wurden, beziehungsweise landeseigene und Bundesbetriebe dort inseriert haben und damit direkt oder indirekt jedenfalls die ÖVP finanziert haben. Es ist so, dass wir ein ähnliches System in nicht nur in Vorarlberg sehen, sondern genauso in Oberösterreich, in Kärnten und so weiter. Das heißt, der Untersuchungsausschuss wird sich hier sehr massiv auch ansehen, inwiefern dieses System nicht genauso auch in anderen Bundesländern passiert. Ja, nach dem gestrigen Tag, wo wir die Männer für alles gesehen haben, der Herr Niedrist hat, glaube ich, den fünften Minister jetzt, den fünften ÖVP-Minister im Moment, also die ÖVP-Minister kommen und gehen, der Herr Niedrist bleibt und dieses ÖVP-Machtnetzwerk, diese ÖVP-Machtstruktur, die funktioniert reibungslos auch bei Ministerwechseln. Und Menschen wie Thomas Schmidt, wie der Herr Niedrist sorgen dafür, damit das reibungslos funktioniert. Haben wir heute den Lieblingsstaatsanwalt der ÖVP. Immer wenn die ÖVP irgendwo ein Verfahren einleiten will oder ein politisch heikles Verfahren hat, dann haben sie einen Lieblingsstaatsanwalt. Das geht klar aus den Chats hervor. Das ist der, den man sich wünscht von der ÖVP-Seite, wenn es ein politisch heikles Verfahren gibt. Da sind wir gespannt, wie man sich so als Staatsanwalt fühlt, wenn man der Lieblingsstaatsanwalt der ÖVP ist. Und das Zweite ist die Aktion Maulwurf in der WKStA, auch hier von der ÖVP einen Maulwurf, in dem Fall, sagt man Maulwürfin, ich weiß es nicht, eine Frau Maulwurf oder auch Frau Poppenheimer einzuschleusen in die WKStA, die dann dort Akten, Unterlagen etc. fotografiert und weiterleitet an das ÖVP-Netzwerk, in dem Fall an den Oberstaatsanwalt Fuchs. Das sind die zwei Auskunftspersonen heute und ich würde dann übergeben, außer es gibt noch Fragen. Gut, vielen Dank.